In Essen gab es vergangenes Jahr einen bemerkenswerten Arbeitskampf im Uniklinikum. Pflegekräfte streikten 44 Tage lang und erkämpften dabei nicht nur 180 neue Stellen, sondern auch viele weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Pflege und zur Entlastung ihrer extrem stressigen Schichtarbeit. Ich will heute die Menschen treffen, die dies erreicht haben. Hallo Conny, schön, dass du Zeit für uns hast. Ja, das Thema ist mir wichtig. Ja, gebe ich euch da gerne Rede. Genau, wir sind ja nach Essen gekommen, weil ihr hier beispielhaft einen Streik durchgeführt habt, auch mit einem guten Abschluss. Wie kippte das hier jetzt, dass ihr dann entschieden habt, ihr müsst jetzt Richtung Streik überlegen, das zu machen? Es gibt ganz einfach in die Richtung, dass die Kräfte gar nicht mehr auffangen können. Also viele verkürzen ihre Arbeit, weil sie wissen, dass sie so gar nicht mehr in die Rente kommen. Von den Auszubildenden bleibt so gut wie keiner. Und wo spart man? Immer am Personal, weil das die höchsten Kosten sind. So argumentieren sie auch immer. Und so sind in den letzten 19 Jahren auch unheimlich viele Pflegekräfte abgebaut. Der Personalschlüssel ist ja so eng gestrickt, dass wenn jemand krank ist, ausfällt, muss jemand reinkommen. Das sind alles so diese Faktoren, die sie so aufgebaut haben, dass im Grunde genommen die Leute dann zusätzlich krank werden, weil sie merken, dass sie auch nicht mehr adäquat pflegen können. Und das berührt einen ja. Wir arbeiten nicht mit Maschinen, wir arbeiten mit Menschen. Wie habt ihr so die Reaktion von den Betroffenen, also von den Patientinnen und Patienten wahrgenommen? Vorwiegend positiv. Aha. Vorwiegend positiv. Schon als wir die Streikplakate geklebt haben, kam von den meisten, oh ja, das wird aber auch Zeit. Wir merken es ja auch. Weil sie ja merken, dass die Behandlung nicht mehr so gut ist oder so adäquat, dass ja vieles auch die Patienten übernehmen schon. Ne? Mhm. Dass die Schwestern ständig im Stress stehen, ständig eigentlich nur hin und her hetzen, anstatt mal in Ruhe mit einem Patienten auch sprechen zu können, wirklich mal was ganz in Ruhe machen zu können, das kriegen die doch alles mit. Kannst du noch mal kurz sagen, was so das Ergebnis war von eurem Streik? Naja, also wir haben eine schuldrechtliche Vereinbarung, wie es sich nennt. Wir als Verdi sagen ganz gerne, dass es ein Tarifvertrag ist. Und das ist schon ein Meilenstein, weil es da nicht um Geld ging, sondern im Gegenteil um Entlastung, um mehr Personal, um Personalbemessung. Weil das fast drängender ist im Moment im Gesundheitswesen als die Finanzen. Und das macht Mut und das macht auch den Beschäftigten Mut, sich da einzubringen, gehört zu werden, mitgestalten zu können, wo manchen klar geworden ist, das ist eine Systemfrage, warum das nicht funktioniert. Es ist nicht einfach nur der sogenannte Fachkräftemangel, Quatsch, sondern es hat System und da müsste man was ändern. Dass die Linke Arbeitskämpfe unterstützt, ist nicht ungewöhnlich. Aber dass dies auch von den Streikenden bemerkt, begrüßt und von der Öffentlichkeit sogar wahrgenommen wird, ist gerade in den alten Bundesländern was Besonderes. Daniel Kerekesch von der Linken Essen war vorne mit dabei. Hallo Daniel, ich freue mich wirklich, dass wir mal ins Gespräch kommen über euren Kreisverband, weil ihr habt hier in Essen in den letzten Jahren wirklich guten Beitrag geleistet zur Pflegekampagne der Linken. Und die Aktivitäten, die ihr dann als Bündnis durchgeführt habt, was war das so? Kleinigkeiten. Wir haben Unterschriften für Verdi gesammelt, waren halt bei allen möglichen Streikaktionen dabei, waren immer vor Ort, wenn irgendwo was mit Pflege da war, haben eigene Infostände gemacht und sowas. Und das Wichtigste vielleicht, wir haben eine Soli-Demo organisiert. Die ist durch die Stadtteile um das Klinikum gegangen und da waren ungefähr 600 Leute dabei. Das war richtig cool, die Stimmung war richtig kämpferisch und vor allem neben den typisch üblich linken Verdächtigen waren es einfach normale Menschen, die da mitgegangen sind. Und es hat richtig Spaß gemacht. Es wurde auch richtig gut angenommen, dass wir da waren. Also nur positive Bewertungen. Vor allem, weil wir gesagt haben, es geht um die Sache, nicht um die Parteien. Das hat ganz gut funktioniert. Wir hatten keine Ahnung, wie man es macht, dass man in ein Klinikum geht, in einen Betrieb, ohne dass man die Leute bevormundet, sondern dass man halt eine helfende Hand ist, dass man ein Bündnispartner ist, ohne dieses übliche Klischee, was man hat von den Linken. Die erzählen immer, wie es besser geht und so. Unser Ziel ist es, wir wollen eine Betriebsgruppe da haben. Wir wollen als ersten Schritt mal alle 15 Leute, die bei uns Mitglied sind, an einen Tisch setzen. Also, dass wir die in einem Raum haben. Und wenn wir das geschafft haben, dass sich da regelmäßig Leute treffen, ohne unser Zutun, wollen wir quasi das nächste Krankenhaus erobern. Und so Krankenhaus für Krankenhaus erobern und dann Essen, die Linke, dass das die Pflegepartei ist, die Partei, die für die Gesundheitspolitik steht. Auch die Azubis unterstützen den Streik, soweit es ihnen möglich war. Eine massive Verbesserung in der Qualität ihrer Ausbildung stand dabei im Vordergrund und Caro war aktiv dabei, auch hier einiges an Verbesserungen zu erkämpfen.
Caro, du bist ja hier am Uniklinikum in Essen Auszubildende für Gesundheits- und Krankenpflege und gleichzeitig auch noch recht neue Genossin bei der Linken in Essen. So als Auszubildende ist ja jetzt auch nicht so, dass man so einen festen Job hat, wo alles irgendwie so sicher ist, sondern hat man bestimmt auch mal Angst, wenn man da jetzt einen Streik anzettelt, dass es irgendwie Ärger geben könnte, oder? Die Bedenken hatte ich natürlich auch, vor allem weil die Arbeit in der Partei bei uns im Kreisverband hauptsächlich also nur in meiner Freizeit stattgefunden hat und jetzt auf einmal diese Arbeitskämpfe halt zu meinem Arbeitgeber getragen wurden. Und tatsächlich war ich während der Streiksituation auf einer Station, wo die Teamleitung nicht ganz so cool drauf war, die einem wirklich zu spüren lassen hat. Ich habe keinen Bock darauf, dass du jetzt streiken gehst. Und teilweise sind dann auch die Fetzen geflogen im Übergabezimmer. Aber davon habe ich mich eigentlich nicht entmutigen lassen. Das war schwer. Und das war wahrscheinlich auch eine Zeit, wo es dann wichtig ist, dass man noch mal so ein anderes Umfeld hat, oder? Also war das dann hilfreich, dass man da die Partei noch im Rücken hatte? Oder? Ja, also definitiv. Also ich glaube, ohne die Genossinnen im Kreisverband wäre ich da wirklich schwimmen gegangen. Zurückblickend jetzt noch mal aus deiner Sicht als Auszubildende, was hat es dir gebracht? Also in erster Linie hat es mir Hoffnung gebracht, weil wenn man ganz frisch und gar nicht irgendwie aus dem Bereich Krankenpflege kommt und dann wirklich frisch mit der Ausbildung anfängt, dann wird man durch die Situation auf Station eigentlich sehr schnell demotiviert und fast schon frustriert, weil man sich was ganz anderes von der Ausbildung erhofft hat und dann doch die traurige Realität mitbekommt. Dadurch, dass ich jetzt aber in der Linken bei uns aktiv bin, im Bündnis und immer noch hinter dem Streik und hinter den Maßnahmen stehe, gibt das mir wieder Hoffnung und von daher hat es mir halt mega viel gebracht. Arbeitskämpfe im Gesundheitsbereich sind selten und noch seltener so erfolgreich wie der in Essen. Bleibt zu hoffen, dass dies auch vielen weiteren Belegschaften als Inspiration und Mutmacher dient.